fahren wir los. Geradeaus Regionalspital Leukern. Wir gehen hier vorne rechts und dann rauf Richtung Mandach und dann über den Berg nach Etzgen. Viel Spaß! Rechts geht es runter nach Gippingen. Geradeaus ging es nach Leibstadt. Wir gehen links Richtung Mandach. Es ist bewölkt. Links kann man zur Lourdesgrotte. Grotte Leukern. Und wir kommen jetzt dann nach Hettenschwil. Die Scheibe ist schmutzig. Nicht verwunderlich, am Morgen war wieder gefroren. Schon ein bisschen besser jetzt. Auf der Mandacher Straße Richtung Mandach. Etzwil. Wie heißt das auf Schweizerdeutsch? Etzwo? Etzwo. Keine Ahnung. Rechts haben sie auch viel Holz gerodet.
vorne rechts stand bis vor 2 Jahren ein lustiges altes Haus. Und jetzt sieht man gar nichts mehr. Genau hier rechts. Und wir kommen nach Mandak. Mandak. Mann. Einwohnerzahl 343. Und wie war das vorhin in Hettenschwil? Dort sind es noch weniger. Ein 200. So, wir gehen jetzt die Grünegg rauf. Passstraße rauf. Hier oben, da wo das Auto dort vorne ist, kann man links Richtung Bruck und Villingen, kommt dann auch direkt noch zum Skilift. Heißt auch dieser Skilift Rotberg, genau, Skilift Rotberg. Wir gehen jetzt aber geradeaus runter nach Hottwil. Und keine Leute unterwegs. Sehr schön. Wir kommen jetzt dann ins Weindorf Hottwil. Und man sieht es ja hier vorne dann nach der Kurve wieder rechter Seite, überall stehen die Rebberge. Im Hintergrund rechts, das ist kein See, das ist Nebel am Rhein. Dort gehen wir auch hin, Richtung Etzgen.
Links ging es wieder Richtung Bruck. Sogar ein Radweg. Nicht schlecht. Aber hier ist es mit dem Verkehr ja auch nicht so extrem. Eine neue Straße. Wir kommen jetzt nach Wiel, also Wiel im Mettauer Tal, nicht Wiel St. Gallen. Und auch hier wieder Rebberge rechter Hand. Und die haben schon geschmückt für die Fasnacht. So, hier vorne gehen wir rechts, links könnte man nach Gansingen. Und natürlich auch nach Bruck. Alle Wege führen nach Bruck. Und wir sind im Mettau. Mettau im Mettauer Tal. Und nach diesem Dorf sind wir schon bald am Rhein, in Etzgen. Da gehen wir dann wieder Richtung Leibstadt.
Blöcke links. Oder sehen wenigstens neu aus. Hier auch. Wir sind in Etzgen. Wie nennen sich die Bewohner da? Etzger? Ich bin ein Etzger. Etzger. Etzgen. Hier vorne beim Kreisel würden wir geradeaus laufen, kämen wir direkt an den Rhein, dann schwimmen wir da rüber und dann wären wir in Luttingen, Laufenburg. Wir gehen über Schwaderloch nach Leibstadt. Links Abfalldeponie, Entsorgung. Linker Seite, die Häuser, die sind auf deutscher Seite, das ist Hauenstein. Da hat es auch eine Ruine. War ich noch nicht dort. Wir kommen nach Schwaderloch. Etwas über 700 Einwohner.
und geradeaus das Kernkraftwerk Leibstadt. Für 700 Einwohner ein langgezogenes Dorf. Und wir kommen nach Leibstadt, 1500 Einwohner. Eingangsdorf, links ist noch der Bikepark von Leibstadt, eine BMX-Bahn, wo auch Rennen durchgeführt werden. Und wir sind in Leibstadt. Und hier waren wir bei der letzten Tour. Da kamen wir von der anderen Seite, gingen dann rauf Richtung Strick. Das wäre hier vorne dann rechts. Wir gehen jetzt geradeaus Richtung Full. Links wieder runter zum Rhein. Wer das möchte, natürlich. Bei der letzten Tour hier war es kühler. Da waren ja die Scheiben innen gefroren. Hier sieht man das Kraftwerk sehr gut.
Wir haben bald unser Ziel erreicht, Full Oriental. Hier vorne links runter. Wir sind in Full. Da fahren wir jetzt kurz durch das Dorf und dann bei der Anlegestelle der Fähre ist die heutige Tour bereits beendet. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut, bleibt gesund, bye bye.